Es geht weiter, immer heiter, zurück bei The Legend. Mann, ich sag schon wieder, Mann, zurück bei Tales of Rise. Beyond the Dawn. Ja, Tales of Rise, The Legend of Zelda fängt beides mit T an, da kannst du schon mal ein bisschen verplappern. Vor allem, wenn du gerade erst kürzlich eine längere Aufnahmesession hattest beim anderen Spiel. So, ist egal. Wir machen hier weiter. Wir haben letzte Folge noch einiges erfahren über diese ganze Maskengeschichte und so. Über das Unterdrückungssystem, über Nasamil. Noch einen epischen Zwischenboss, sag ich jetzt mal, oder Miniboss mitgenommen. Rüstungen und Waffen für unsere Gruppe dabei und da waren wir schon, das heißt, geht's für mich jetzt hier runter. Und ich will ja möglichst den Monstern auf den Weg gehen, wo es halt möglich ist. Nicht, weil es irgendwie spannender machen will, weil ich sonst das Gefühl habe, ich wäre ein bisschen overlevelt. Aber hat halt mehr den Grund, weil es mir auch ein bisschen auf Nerven geht, das ganze Leveln. Und die ganzen Kämpfe hier, vor allem wenn es ein bisschen in dieselben Kämpfe sind quasi. Kämpfe in dem Prinzip, an und für sich sind schon cool, gar kein Thema. Aber ja, es ist halt ein DLC zu einem Spiel, einem Hauptspiel, was wir auch in der zwei Staffeln gespielt haben und Let's Play haben und auch wenn es mega mäßig Spaß gemacht hat und auch das noch Spaß macht, weil sonst würde es nicht mehr zocken. Aber irgendwann denkst du dann schon, okay, wo ist das Ende bitte? Oder wo ist die Abwechslung? Nach der Story bisher, ich meine, ja, es macht irgendwie auch Sinn, die Story, aber sie ist zu großen Teilen, behaupte ich, auch ein bisschen vorhersehbar. Okay, das wird wehtun. Der Kampf wird übel. Wow, mich hat abgefangen. Der Arsch. Den haben wir gerade noch gesehen, zum Glück. Du halt im Sarte. War doch einfach als erwartet. Okay, aber auch hier gibt es ja viel Erfahrungspunkte. Ja, wir sind so 84 vom Level her, das ist wohl so eine Grenze im Spiel, ne? Wo so sagt, ja, wir sind schon stark genug. Was nicht ganz so falsch ist, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt nochmal ein starkes Vier, da wird wohl eben die Waffe für Schione und Elfen dann drin sein. Oder so ein Viech, oh nee. Aber da hinten schon ein, zwei, ja, rote Kapseln. Okay, dann ist es das. Untere Oberflächendichtungsebene, hä? Packen wir die schon mal. Oh. Ein Shortcut. Ja, dann ist es wohl hier. Das Ende im Gelände. So, hier wissen wir, das sind diese Zwischenkorridore, die kann man betreten, wenn man diese Maske auf hat. Also quasi einen Unterdrückten wird, aber das wollen wir nicht sein. Hey, look at that door. Nasamil's. Oh, then that room must be hers. Let's take a look inside. Ist das schon. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, tatsächlich. Ja, falls doch, würde ich doch gerne vorne die anderen Dinge hier mitnehmen. Ja, wobei geht gar nicht, ne? Muss ja an der anderen Seite rein. Okay. Also dann. Ach so, stimmt, ja, das war ja ein Zeichen, ne? Ja, Amulett quasi. Nasamil. Was ist los, junges Mädchen? Pretty dreary place. No decorations or anything.
Is this Nazimil's room? Hmm. They say that a room is a reflection of its inhabitant. Then, what does this say about her? From what everyone said, she's supposedly the leader of this group. But this seems like... This room. Once, back when I lived on Lenegas, my old room looked a lot like this one. It doesn't contain anything beyond the basic necessities. It's just a place to sleep. Are these... us? I wonder if Nazimil drew them. What's this? Everyone in the Forbidden Zone, and my father who sent me there, all they cared about was my power. I thought that if I did what they wanted, they would accept me. But I was wrong. Because I have Danon blood. Because I possess all six elements. Because I was sent back from the Forbidden Zone. Because I'm different. I'm not Renan. I'm not Danon either. And it was all my fault. It was my fault I was different. I always believed that. I believed there was nothing I could do. But again, I was wrong. It wasn't my fault. I finally understand that. And I know what I have to do. Nazimil. Because she was treated so horribly for her differences, she thinks she can solve her problems by using those masks to make everyone the same. But why? She knew we accepted her, and she was so happy to be with us. So, how could she... No matter how hard her life has been, it is no excuse to manipulate people's hearts. We have to stop her. We can't let her do this. Oh, man. But why would Nazimil do something like this? And why now? She has endured a lot of hardships over the years. Maybe meeting us set something off inside her. Ich hoffe nur, dass wir sie trotzdem noch retten können und sie nicht irgendwie Plot-Twist-mäßig einfach sterben muss. Gerade auch aus dem Grund, weil, naja, wir erinnern uns noch an die Endszene aus dem Hauptspiel. Das Ganze spielt, wir wussten damals nicht, wie lange es gedauert hat, ne? Ob das Ganze irgendwie nur einen Monat nach dem Endkampf war oder wie lange es nachgespielt hat. Aber es ist zumindest eine Szene, wo wir mittlerweile durch das DLC wissen, dass es nach dem DLC erfolgen muss. Und dort war Nazimil nicht abgebildet. Logischerweise war natürlich noch gar nicht irgendwie eingeplant oder so. Vermutlich. Aber ja, ist natürlich, oder könnte ein Hinweis darauf sein, zu sagen, hey, Nazimil überlebt das Ganze gar nicht. Was ihm noch bitter wäre und ich auch nicht erhoffe. Schöner fände ich es persönlich sogar, wenn man irgendwie... Ah, warte mal, ich muss ja... An der Seite. Schöner fände ich es natürlich, wenn man einfach die Endszene dort dann umschreiben würde und Nazimil trotzdem auf dem Endbild auch drauf ist. Das finde ich wesentlich schöner. So. Dann mal gucken. Dürfte das jetzt eigentlich ein Ort... eine Etage sein, wo wir eigentlich nicht auf andere Viecher treffen. Das ist schon mal sehr gut. Bis auf das eine Viech dort hinten, da ist klar. Das er aber erstmal noch befreien muss. Sieht er dort etwas? Ja, sieht so aus, ne? Oh, Dreck, ey. So, wir fangen das andere Viech noch. Hierdurch komme ich ja leider nicht, ne? Wenn ich eine schöne Abkürzung nehme, muss ich einen anderen Weg nehmen. Das heißt, ich muss nachher wieder durch Nazimils Zimmer. So, da teilen wir uns dann nachher wieder. Und dann geht es auch schon bereits zum Endkampf.
Ah, von hier kommt er ja. Sehr gut. Das heißt für uns nochmal ganz normal heilen. Dann Objekte. Wir haben sonst nichts Besonderes mehr. Wir sind jetzt alle geheilt. Ich nutze trotzdem mal noch das Ding. Das Vieh, was jetzt kommt, das könnte ein bisschen übel sein. Fähigkeit der Matrix, da lohnt sich nicht wirklich, da noch was zu machen. Obwohl, gegen so ein Viech, na komm. Aber den Flafon ist doch machen. Einfaches Überlimit, das klingt immer gut. Überlimit ist der Zustand, den wir brauchen, damit wir überhaupt nach eine eigene mystische Art ausführen können. Also quasi wenn, im Falle von Elfen und auch den anderen, wenn es halt anfangen zu leuchten. So. Schaden in der Luft dann bei Dohalim. Das klingt auch gut. So. Naja. Ein Kampf gegen Nasamil hoffe ich sie wirklich nicht an. Ich hoffe, dass wir das irgendwie anders klären können. Aber das Vieh, das müssen wir definitiv so platt machen. Und wir kennen sie ja. Wollen die voll ausgewichen, krass. Scheiß Kopf von Toriane dann. Dann kommt im Ausweichen ein bisschen doof an. Immer schön auf den Kopf, das wäre zwar cool, wenn es funktionieren würde. Leider ein bisschen zu wenig Power gehabt. Warte mal. Können wir das angucken? Können wir das wieder. Er geht da unten. Wann kann ich einen Doppelsprung ausführen übrigens? Und wann geht das? Hä? Hab noch nie gesehen, ob ich eine Fähigkeit ausgelöst, mit der das geht oder was? Das ist was ganz Neues. Bisher macht das Vieh noch relativ wenig Schaden tatsächlich. Ich habe es irgendwie stärker in Erinnerung gehabt. Aber hatten wir schon mal gehabt beim letzten Kampf und dachte, ja, dann macht er gar nicht so viel und plötzlich mit einem Angriff waren plötzlich alle tot. Ah ja, jetzt macht's Damage. Oh,
schon wieder. Da oben. Die macht doch relativ wenig, wa? Ich hab selber gar keinen Bock. Das war's, Leute. You sure you still want to press forward? If something happened to you. Kurz zum Level up. This might be some decent equipment. Tja, ich hab's gesagt. Jetzt haben wir alle sowohl neue Rüstungen als auch neue Waffen. Oder warte mal, hat Chione auch schon neue? Alle drei Stück zur Auswahl, also haben alle hier eine bekommen, alle haben eine neue Waffe bekommen. Boah, ein bisschen mehr. Auch ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger Durchdringung, aber egal. So, heilen muss er nicht, weil ich habe dort hinten noch einen Heilungsposten gesehen. Na dann. Wir sollten hurry. We have to stop Nazemiel. Stay calm, Elfin. Allerdings bleib ruhig, Elfin. Ja, bleib ruhig. So, und hier kommen wir dann wieder zurück, gell? Ist ganz logisch. Schön aktiviert. Und wieder zurück. Falls noch was wäre, können wir jetzt theoretisch ein paar Sidequests ausführen. Die Schlangenaugen. Wer kennt sie nicht? Wer hat es nicht gehasst? So. Speichern. Ups. Entschuldigung. Falsches Stockwerk. So, schon besser. Überall Helgenquill. Die gerade noch am Leben sind? Quasi einfach nur im Koma liegen? Is it true you're trying to forcibly alter the wills of everyone in the world with those masks? If you mean the suppressors, then yes. Come on! You sure the Helgankwill aren't forcing you to do this or something? That's it, right? Sorry, but no. They are asleep. I merely looked in on their thoughts. That's how I found out about the suppressors. And about the mausoleums. So you're able to read minds? I see. So that's how she learned of the Keystone. You can't get rid of everything that's different by compelling everyone to think like you. Hmm. Yes, I know. That's why I'm making their minds all the same. Same as mine. I like all of you more than I can say. If everybody has my thoughts, they'll automatically like you too. You want them to like us? So you're trying to brainwash everyone in the world because you want to do us a favor?
For years, I have put up with their hatred. I could bear it if it were just for me. But I can't stand the thought of my friends being hated. Not my best friends. The first friends that I've ever had. I will not let anyone hurt you. You don't have to do this. Now, come on! It'll be done soon. Don't worry, Alvin. I just sent out orders from the Keystone to have suppressors put on everyone. What? You can't. What you're trying to do here, controlling people with these masks of yours, it's tyranny. I wanted to make you happy. Nazamil, please, stop this. Come back with us. No way. Why would you say something like that? Nazamil, listen. I'm doing all this for you. You're supposed to be my friends. Why are you throwing it back in my face? Nazamil! I get it. It's because I was useless, wasn't I? Why do you despise me? Of course I don't hate you. I have an idea. All I have to do is put my thoughts in your heads as well. Then we'll be the same. Nazamil! I'll try to make it quick. If everyone has a suppressor, ja, leck mich am Arsch, ey. Muss das sein? Man, ich will nicht gegen Nazamil kämpfen. Alter, wie schnell kann die Arte ausführen? Ich mache auch kaum Schaden. Oh, sie machen ein bisschen anders zu viel. Das darf wohl nicht wahr sein, ey. Ich dachte mir so von wegen, ey, Elfen, wie wär's, wenn du die richtigen Worte findest? Aber er hat gar nicht viel falsch gemacht. Es war eher so, als würde Nazamil sich in ihren Wahn verlieren. Und sie wäre auch plötzlich so zum einen richtig offen. Also so von ihr gar nicht zu kannten und dann irgendwie. Ja, ich sage nicht gerade verrückt, aber. Es hat so schnell die Stimme gekippt. Die wollten gar nicht. Wir haben sie auch gar nicht beleidigt oder sowas. Elf hat einfach nur gesagt, bitte hör auf damit und komm mit uns zurück. Also mich wirkt schon irgendwie so, als würde sie irgendwie kontrolliert werden. Also ich hoffe zumindest. Das ist ja auch schon der Endkampf sein, so kann es mir besser nicht vorstellen, Leute. Alter, ich komme nicht gegen sie, ja. Schließe wohl. Hat nie für eine Verteidigung, Alter. Du kannst erst frische Waffen bekommen. Ah, ich kann nicht verhindern, dass die Arte einsetzt. Da sagt sie zu uns, halt still, sonst kann ich den Unterdrücken nicht aufsetzen, aber sie selbst hält auch nicht still. Halt still, damit ich mein Schwert irgendwo reinstecken kann. Ne, warte mal, das klingt falsch. Und weg! Elfen, weg da! Weg da! Vielleicht sein, was könnte es sein, was irgendwie kontrolliert ist? Vielleicht auch ihr Herrscherwaffen, weil es nicht vollständig ist, es irgendwie aus der Kontrolle gerät. Die sich fast schon ein bisschen in ihrem Wahn verliert. Junge, bin ich mal bei der Hälfte. Oh, der Kampf wird dauern. Warum hat die so viel KP? Hab nicht mal ein Viertel. Ich hoffe, das ist ein Zeichen dafür, dass wir gar nicht so lange kämpfen müssen. Und ich dann regelmäßig ihren Ding zerstöre. Aber, naja, richtig brechen kann ich sie auch nicht. Und dann müsste ich Arte-Kombo einsetzen, das geht auch alles nicht.
So, also wir haben ein Viertel. Das tun wir doch gar nicht. Ich meine, du greifst uns doch an. Ja, danke, merk's auch. Eingefroren? Nein, schlecht. Ja, schon krass, wie stark sie ist. Oh, Alter. Ey. Was halten die alles aus? Junge! Das einzige Problem ist, dass sie so verdammt viel KP hat. Kurz ausruhen hier. Das Gefühl, sie geht vor allem auf mich los. Ja, das hoffe ich irgendwie. Hm. Kurz was testen. Warte, bis sie das nächste Mal ihre mystische Art einsetzt, dass sie zum Aufladen halt. Ich glaube, ich brauche nicht unbedingt unsere Magierin. Ich glaube, jeder von uns kann mit seiner Angriff sie kurz blocken. Kann das sein? Oder durchbrechen vor allem. Nö, doch nicht. Okay. Never mind. Alter, mein stärkster Move macht nur so wenig Damage. So. Endlich mal die Hälfte. Ja, wir haben gerade andere Sorgen, Leute. Ah, wieder geheilt. So. Ich brauche noch ein bisschen mehr HP. Vermischt die einfach Licht und Finsternis, ich glaub's nicht. Armer Law.
Wir sind auch fast am Ende. So, das hat Damage gemacht. Fuck. Da hat er ein bisschen, na, super eifrig. Oh, ich kann gar nichts machen. Ah, cool, da ist auch eine Kombi. Macht auf alle Fälle viel Damage. Okay. Das nächste Mal muss er wieder bereit sein. Also wieder da oben. Ist jetzt Lichtschwert ein? Oh, warte mal. Immerhin hatten wir schon mal. Ja, so ein Asamil, der Move gab nur einmal. Jetzt! Sie darf nicht mehr hören. Sie ist so in ihrem Wahn gefangen. Wow, und ihren Arte. Junge, Junge. Gut, das ist aber zumindest ungefähr eine Strategie. Auf die Einäschungswelle braucht man einen stärksten Move. Muss ihre Arte aber erstmal kontern, um sie zu brechen, quasi. Wenn man so sagen will. Jetzt zum Beispiel. Brechen. Oh, Healing Cycle, ja, ich sehe es gerade. was sind wir hier? Müsste, glaube ich, reichen. Außer du lassen wir zum Schluss nochmal einen ganz krassen Move drauf. Oh, das sieht jetzt scheiße aus. So. Und volle Power! Hä? Machen wir da weniger Damage? Junge, ist die zäh. Der hat aber auch so verdammt viel KP. Eben noch über 80.000. Hinter mir her. Wow. Leute, brauchen ein bisschen Heal. Ah, ich mir halt selbst schnell selber. Ja, das ist zu wenig, aber auch volle Heilung. Okay, machen wir halt kurz so. Und ein bisschen mehr Damage machen, aber okay. Oh, wie oft die mystische Art einsetzt. Was jetzt? Nein! Alter! Gravitas Field! Not today! Mega Ray! Don't mind if I do! Glacial Fire!
Und nun? Understand. It wasn't supposed to be like this. I thought you were my friends. I don't know what to do. I don't want to be alone again. I don't. I'm despicable. Yes. I should just disappear. No, Nazamil, don't do it. We couldn't stop her. We're not done yet. Let's follow her through that teleporter. Wo wir gerade ziemlich am Arsch sind, wa? Okay, das ist ein krasser Finisher-Move. Muss man zugeben. Und dann hat sich jetzt gerade selber unterdrückt und wie darf ich das Ganze verstehen? Also sind wir am Arsch, ey. Ja, das und alles und noch vieles mehr. Sehen wir nächste Folge genau an. Junge, Junge. Nasami, das darf nicht wahr sein, ey. Das ist, Mann. Das ganze Missverständnisse. Und vor allem unsere ganze Gruppe liegt auf dem Boden. Nazamil vielleicht selbst Zerwürfnisse und so und Vorwürfe, hast du das alles gesehen und wir sagen kein Wort. Toll. Gut gemacht, Elfen. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.